Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Poly Bridge an diesem Dienstag. Das heißt, wöchentliche Herausforderung. Das ist Nummer 72. Wir haben 100.000 zur Verfügung. Alle Materialien außer Hydraulik und Feder. Wir haben ein schnelles Auto. Und ich weiß nicht genau, was das hier ist. Wir haben einen Checkpoint da oben. Wir haben einen Checkpoint hier, der quasi versteckt ist hinter so einem Teil. Und hier oben in der Mitte ist das Ziel. Können wir das hier nehmen? Ja, wir können von da aus bauen. Was passiert denn? Es dreht sich, okay. Das heißt, ihn erstmal hier festhalten, damit er den Checkpoint kriegt. Weil sonst rutscht er natürlich weg. Genau. Hast du überhaupt Power? Du hast eine Geschwindigkeit, aber keine Beschleunigung. Macht das Sinn? Okay. Also auf jeden Fall ihn erstmal hier festmachen. Dass er den oberen Checkpoint erwischt. Das ist der erste Schritt, den ich machen muss. Nehme ich an. Das Problem ist, das erinnert mich ein bisschen an das Level mit den Flipper-Automaten in Welt 6. Und das hat mich sehr viel Zeit gekostet, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das lösen sollte. Problem ist auch, wir müssen den ja dann irgendwie auch loslassen. Er muss ja wieder raus aus dem Teil. Das heißt, hier vorne, das darf nicht zu hoch sein, nicht zu tief sein, sonst fällt er nicht raus. Passt er da durch? Nein, er reißt es. Das heißt, das hier muss höher. Eventuell sogar nicht mit Stahl, sondern nur mit einem Kabel festmachen. Dann gibt das nach. Weil wir müssen ihn ja später irgendwie, wenn die Wand hier, wenn der Zeiger hier rumdreht, wenn er hier rausfährt, muss er irgendwie wieder vom Zeiger aufgefangen werden, aber dann in die Richtung geführt werden und hier festgehalten werden. Weil er muss ja irgendwie diesen Checkpoint da erwischen. Okay, so kommst du raus. So kommst du theoretisch auch auf die Seite. Das heißt, jetzt muss ich dich... Du fällst hier drauf, rollst hier entlang. Jetzt musst du hier aufgefangen werden. Wenn ich dich hier auffange... Willst du nicht die ganze Zeit gehalten werden, weil die Öffnung ist hier. Die zeigt nach unten. Das heißt, sobald der Zeiger wieder nach unten zeigt, wirst du rausfallen, was hier drüben der Fall ist. Also bringt das nicht. Das heißt, wenn, dann muss die Öffnung eigentlich von der anderen Seite kommen. Oder? Es sei denn... Ich lasse ihn hier rüber rollen, hier runter und lasse ihn hier drüben auffangen, auf der Seite. Das heißt, wir machen ihm hier einen Fangarm hin. Macht das Sinn, was ich da erzähle? Ich bin mir echt nicht sicher. Das Problem bei solchen Leveln ist immer, da musst du entweder sehr kreativ denken oder du musst sehr einfach denken. Und beides ist nicht unbedingt meine Stärke. Also jetzt wieder da rausfallen, der klappt da um, der rollt dann da hoch und jetzt müsste er hier, aber der wird nicht hier rumgehen. Der wird einfach nur drüber hinwegschießen. Also bringt mir das nichts. Eigentlich müsste ich den jetzt hier komplett rumbauen. Weil er fällt jetzt einfach nur runter, liegt dann halt da und das wiederholt sich jetzt die ganze Zeit. Weil ich ändere ja nichts dran. Das heißt, eventuell hier rundherum zubauen.
damit ich ihn drinne behalten kann und anschließend überlegen, wie ich ihn wieder rausbekomme. Wir haben ein großes Budget und es wird wahrscheinlich auch genutzt werden müssen. Er wird es wahrscheinlich auch zerreißen. Vielleicht mache ich es mir auch zu kompliziert. Das ist ja oft der Fall. Bei vielen Leveln. Jetzt reißt er das Ding aber ein, ja. Das muss stabiler sein. Nur leider haben wir nichts Stabileres als Stahl, weil wir die Feder nicht nutzen können. Nein, so nicht. Okay, der Anfang, ich meine, der Anfang ist, glaube ich, klar, dass wir ihn so kurz festhalten müssen, den ersten Checkpoint holen müssen und dann eben zurücklassen. Das ist okay. Ich glaube, das hier ist offensichtlich. Wieso reißt du denn auf einmal? Das war bis eben kein Problem. Was ist denn jetzt los mit dir? Das war bis eben kein Problem. Jetzt habe ich hier dran rumgebaut und auf einmal reißt du. Wieso? Hat sich das gut, ich meine, durch die weiteren Teile hier, durch die weiteren Verbindungspunkte ist natürlich jetzt hier mehr Gewicht drauf. Ich weiß aber nicht, inwiefern das Ganze verändert wird. Jetzt müssen wir das wieder hinkriegen. Weil, wie immer, das Ziel ist klar. Im Budget und ohne Bruch. Offensichtlich. Das ändert sich nicht. Auch nicht bei dieser wöchentlichen Herausforderung. So. Den ersten Checkpoint kriegen wir weiterhin. Problem ist jetzt, zum zweiten zu kommen, ohne dass das reißt. Eventuell hier weiter runter. Ne, das haut schon mal hin. Der klappt um. Aber dann reißt das hier. So, dann kannst du ein bisschen mehr den Druck aushalten, hoffe ich. Wir kamen nicht mal dazu, hier das neue mittlere Konstrukt zu testen. Wieso reißt du denn jetzt dauernd? Ich hoffe, das ist noch groß genug, dass er rauskommt, hier der Abstand. Naja, vielleicht auch nicht. Hey, wir haben die ersten zwei Checkpoints. Es ist zwar alles kaputt, aber theoretisch könnte er jetzt sogar ins Ziel kommen. Yay, Level geschafft! Nur halt dummerweise mit Bruch. Also nicht so, wie es soll. Wir gehen nochmal ein paar Schritte zurück. Also Problem war, ab hier oben, wo hier oben mehrere Verbindungspunkte waren, da hat das unten noch funktioniert. Ich weiß nicht, was da oben das verändert hat. Aber hier bis dahin lief das eigentlich optimal, diese kleine Klappe. So, da haut er mit zu viel Tempo rein. Das heißt, wir müssen natürlich... Ach, ich Idiot, drück dauernd Z. Na, ist egal. Geht auch. Wir müssen das hier enger machen. Er fährt darum, muss natürlich dann hier auch
in dem Ding gehalten werden. Ich meine, wenn das hier sogar so fest bleibt, haben wir das sogar schon gelöst. Wenn das so fest bleibt, ist das sogar gelöst, weil er kommt hier rum, kommt da ran. Ich weiß nicht, kommt er auch wieder zurück? Dann ist er ja theoretisch auf der anderen Seite des Zeigers, oder? Gucken wir mal, ob das hier unten wieder irgendwas verändert. Weil jetzt bleibt er hier drinne. Hoffe ich. Okay, der Anfang hat schon mal funktioniert. Das darf irgendwie nicht reißen. Du reißt nicht, das ist schon mal gut. So, jetzt musst du hier rum. Aber ich glaube, dass das hier noch zu krass ist. Du reißt, weil das nicht richtig rumgeht. Okay. Dann lass uns das hier mal ein bisschen feinsäubiger machen hier. Ab hier. Wir brauchen hier eine schöne Kurve. Klein. Damit du im besten Fall die Kurve auch gut mitnehmen kannst. Nächster Versuch. Lassen wir das mal laufen. Runter. Das reißt nicht. Das heißt, der Teil funktioniert immer noch. Jetzt kommen wir zu dem Teil. Eventuell muss der hier sogar doch ein bisschen weiter sein, damit er nicht stecken bleibt. Ich glaube, das Steckenbleiben könnte da so ein kleines Problem sein. Und wir brauchen hier dann wahrscheinlich noch eine zweite Klappe. Weil aktuell... Das Problem ist, ich muss mir vorstellen, wie ist das Ganze hier angeordnet zu einem späteren Zeitpunkt. Die Öffnungen zeigen immer zu der Richtung. Aber wenn ich ihn hier festhalten kann... Lang genug, dann kommt er irgendwann hier an den Checkpoint auch ran. Du fällst runter, du knallst dagegen, du reißt nicht. Nächster Versuch für unseren Tunnel. Es hält. Okay. Es reißt nicht. Jetzt bist du da drin gefangen. Vorerst. Du fällst aber so wieder raus. Du fällst da wieder raus, weil du nicht hier oben festgehalten wirst. Ich wüsste aber nicht, wie ich eine Klappe hinbekomme, die hier offen ist, die aufgeht, wenn er reingeht und zu bleibt. Also sie muss ihn ja reinlassen in der gleichen Stellung, wie er ihn fallen lässt. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ein bisschen enger. Damit du nicht mehr zurückkommst, aber drinnen bleibst. Wir lassen erstmal laufen, auch wenn der Stahl gerissen ist. Den kann ich notfalls hier nochmal fester machen, aber er kommt halt immer noch raus. Er wird jetzt wieder hier rausfallen. Wie bekomme ich das gemeistert? Ich glaube, das funktioniert nicht. Zack.
Club, fahr rüber. Klick den ersten Checkpoint. Stürzt runter. Fährt zurück. Aber wenn ich ein... Was ist, wenn ich was baue? Jetzt reißt das natürlich. Wenn ich was baue, das hiervon absteht, das genau im richtigen Moment die richtige Kurvenlage für ihn hat. Das heißt, er fährt jetzt vor, prallt zurück, dreht sich da jetzt rum, rollt so. Das heißt, ich muss, wenn der Zeiger hier auf, sagen wir mal, zwischen 1 und 2 ist, hier was bauen, was ihn hier rumführt zum Checkpoint. Also muss einfach nur genau auf 180 Grad gedreht sein und hoffen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ich werde das mal versuchen zu bauen, allerdings offscreen, sonst wird die Folge zu lang. Wir müssen also ein paar Cuts machen. Ich baue das fertig und dann gucken wir uns den Versuch mal an. Schauen wir mal. So, ich habe jetzt einfach hier ganz schnell was zusammengebaut. Das ging wirklich schnell. Hier ein bisschen Straße, hier oben einfach nur Straße, rechts zugebaut, das Ganze gespiegelt mit viel Stahl versehen. Man kann sicherlich noch einiges an Stahl wegnehmen. Die Idee ist jetzt, dass er hier unten ganz normal rausfährt, oben den Checkpoint holt, zurückrollt, hier lang geht. Dann soll er hier entlang rollen, soll hier natürlich rumkommen, im besten Fall langsam, weil sonst zerschießt mir hier oben wieder irgendwelche Straßenteile. Rollt hier runter, nimmt den Checkpoint mit. Wenn ich einen zweiten Checkpoint habe, ist das Ding eigentlich schon gelöst, sofern nichts kaputt gegangen ist, weil er wird entweder mit viel Glück hier oben irgendwie festkeilen, das glaube ich aber nicht, das wäre wirklich einfach nur Glück, oder er rollt wieder raus, macht nochmal eine Drehung, kommt dann wieder rein und beim nächsten Weg, den er reinnimmt, muss er ja das Ziel hier oben berühren, weil er guckt hier immer noch raus, und dann sollte das Ding eigentlich gelöst sein. Denke ich. In der Theorie. Sofern die Klappe nicht kaputt geht, wenn er rausgeschossen kommt. Das könnte noch passieren. Da müssen wir mal gucken. Also der Anfang klappt noch. Jetzt hast du hier nicht zerreißen. Okay, du bist langsam genug gewesen. So, jetzt kommt es darauf an, dass hier nichts reißt. Wenn du hier reinkommst. Nicht reißen, bitte. Nicht reißen. Okay, nichts ist gerissen. Du kriegst deinen Checkpoint. Was ich hier jetzt hätte machen können, wäre, ihn hier reinzufahren, indem ich hier eine Straße einsetze. Hier eine Klappe, die ihn dann quasi durchlässt, aber dann blockiert. Aber eigentlich dürfte es das schon gewesen sein. Tatsächlich. Weil jetzt wird er wieder rausrollen. Weil er kam rein, also wird er auch rauskommen. Und sofern jetzt hier unten das nicht zerreißt. Aber er ist langsam genug, das sollte hinhauen. Er wird jetzt umfallen und dann das Ziel, die Ziellinie berühren. Komm schon. Nicht kaputt machen? Du machst was kaputt. Es steht da zwar ohne Bruch, aber wir haben gesehen, er hat was zerrissen. Wir werden das noch anpassen. Weil im Nachhinein ist was kaputt gegangen. Ich glaube, die Straße hier unten, die brauche ich nicht. Und dich werden wir jetzt mal durch einen Muskel ersetzen. Gucken wir mal, ob das dann immer noch funktioniert. Es soll nämlich nichts reißen, auch nicht nachdem es gelöst ist. Und wenn das nämlich funktioniert hat, werden wir uns noch ein paar Lösungen der anderen anschauen. Jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt.
Jetzt reist du leider. Brauchen wir die Straße hier eigentlich? Eigentlich nicht, oder? Bin mir nicht sicher, ob die Straße hier irgendeinen Sinn hat. Die hier ja, um ihn so ein bisschen nach außen zu bringen. Aber ich glaube, sonst ist die Straße hier nutzlos. Gucken wir mal. So, du machst deine Rückwärtspurzelbäume. Noch nicht mal, du bist wirklich gefahren. Nichts gerissen, okay. Jetzt geht's weiter, geht weiter, geht weiter. Du fällst wieder raus. Und dann kommst du wieder und du darfst jetzt nicht schneller sein als eben. Sonst reißt du wieder was. Ha! Ohne Bruch. Belastung niedriger. In den oberen 85% ist natürlich nicht gut, aber egal. Wir haben es gelöst. Kurzer Blick hier in die Galerie auf Budget natürlich. Wir fangen mit dem günstigsten an. Was haben wir? Komm, lad. 3145. Leider kann ich das nicht vorlesen. Tut mir leid. Ebenfalls eine Klappe gebaut. Der kippt aber da raus. Die klappt dann runter. Der wird dann da aufgefangen. Die Klappe hält ihn drinne. Und der ist gefangen. Fertig. Ja, so geht's auch. Der hier hat was anderes gebaut. Fafmir. Ebenfalls eine Klappe. Er wird rausgeschossen. Das ist logisch. Dann kommt er zurück. Geht da wieder rein. Er wird auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob das auf den Kopf geplant ist. Wahrscheinlich. Dadurch bleibt er drinne. Und dann wiederholt sich das Ganze einfach nochmal, damit er ins Ziel kommt. Schöne Sache. Das teuerste, fast 100.000 mit einem Bruch. Leider sieht man das kaum, weil es zu weit weg ist. Sehr massiv gebaut. Wir sehen hier irgendwas rumdengeln. Ich glaube, er hat hier eine komplette Straße gebaut. Einfach ein Käfig. Der ist da drinne. Da sehen wir eine Klappe. Die funktioniert vom Biers and Saf. Das ist cool. Im Hintergrund ist meins anscheinend gerade komplett zerschossen. Aber das ist so spät, da interessiert mich das nicht mehr. Wir teilen unsere Wiederholung, die nicht besonders schön ist, aber egal. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Denkt dran, Donnerstag Workshop-Level. Samstag, Sonntag Déjà-vu-Kampagne. Dienstags die wöchentliche Herausforderung. Bis dahin noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.